Grüß Gott und herzlich willkommen zur dritten Online-Lektion zu den Grundfragen des Mathematikunterrichts. Auch diesmal setzen wir mit dem Online-Video genau dort an, wo wir in der Präsenzlehrveranstaltung aufgehört haben. Es geht also um die Grundformen mathematischen Arbeitens im Unterricht und ich beginne nochmal beim Anwenden und Modellbilden, wo wir uns in der Präsenzlehrveranstaltung bereits zwei Beispiele angesehen haben, die Kabeltrommel und die optimale Milchtüte. Den zweiten Teil des Videos macht dann das Problemlösen aus. Doch zunächst noch einmal zum Anwenden und Modellbilden. Da hatte ich Ihnen in der Präsenzsitzung bereits den folgenden Modellierungskreislauf gezeigt. Im Grunde steht dieser Modellierungskreislauf hinter jeder Anwendung von Mathematik auf Realität. Man macht sich zu einer Situation ein mathematisches Modell, man deduziert in diesem Modell, anders gesagt, man führt Berechnungen oder Konstruktionen, allgemeine Operationen durch, mathematische, und man erhält hoffentlich ein mathematisches Ergebnis oder mathematische Erkenntnisse. Man interpretiert dieses Ergebnis oder diese Erkenntnisse wieder in der außermathematischen Situation und man kann es je nach Modell auf verschiedene Art und Weise validieren, das heißt auf seine Stimmigkeit und Zweckmäßigkeit überprüfen. Nun finden sich außermathematische Anwendungen im Mathematikunterricht wohl schon ziemlich genauso lange, wie überhaupt Menschen versucht wird, Mathematik beizubringen. Die Rede vom mathematischen Modellieren ist aber deutlich jünger. Wenn ich gesagt habe, dass im Grunde hinter jeder Anwendung von Mathematik so ein Kreislauf steht, so ist es doch für viele Anwendungsbeispiele im Mathematikunterricht so, dass es sich nicht wirklich lohnt, über sämtliche der hier genannten Phasen auch immer wirklich ausdrücklich zu reden oder nachzubauen, weil zum Beispiel eine Situationsbeschreibung in einem Aufgabentext bereits so eindeutig ein ganz bestimmtes mathematisches Modell vorgeben kann, dass den Lernenden eben gar nicht wirklich Anforderungen im Sinne von Modellieren abverlangt werden. Wer mit so einem Modellierungskreislauf herumwedelt, der möchte auch eine sich ändernde Aufgabenkultur, nämlich insgesamt offenere Aufgabenstellung, wo dann tatsächlich eigenständig etwas zu modellieren, ein Modell zu finden ist oder ernsthaft Aktivitäten zur Validierung der erzielten mathematischen Ergebnisse vorgesehen sind. In der Mathematikdidaktik wird das mittlerweile schon fast so lange gepredigt, wie ich persönlich auf der Welt bin. Es hat einen sehr deutlichen Schub mit PISA 2000 bekommen, wo nahezu alle Aufgaben in außermathematischen Kontext gestellt waren und sich häufig auch einer ganz unmittelbaren Anwendung von gelernten Routineverfahren irgendwie entzogen haben. Und so in den letzten 2 bis 3 Jahren hat sich dann von Deutschland ausgehend, so ein bisschen auch nach Österreich rüberschwappend, so eine Art Gegenbewegung gebildet, die jetzt mehr oder weniger vorsichtig darauf hinweist, dass mathematisches Modellieren so ganz ohne innermathematische Grundlagenfähigkeiten, und zwar auch rechnerische und operative, dann vielleicht auch wieder nicht so gut funktioniert. Wir geben dem Ganzen hier aber mal den berühmten Benefit of the Doubt und schauen uns noch 2 weitere Modellierungskreisläufe an. Dieser Modellierungskreislauf ist zunächst einmal um 90 Grad gegenüber dem anderen gedreht und es geht nicht mehr direkt von der Realität zum mathematischen Modell, sondern es gibt einen Zwischenschritt namens Realmodell. Bei der Kabeltrommel wäre zum Beispiel lauter Ringe oder lauter Kreise oder eine durchgehende Helix so ein Realmodell bzw. verschiedene Realmodelle. Bei der Milchtüte hatten wir einmal das bloße Netz als Modell, einmal eines, bei dem auch doppelte Flächen berücksichtigt werden. Und wir sind auch davon ausgegangen, dass man die Falzränder selbst nicht mit optimiert und wir haben mal unterstellt, dass es keine weiteren Randbedingungen für die optimale Fläche gibt, die sich zum Beispiel aus dem Herstellungsprozess ergeben, wenn da gewisses Material in gewisser Breite abgeliefert wird oder wenn in der Verarbeitung der Maschinen etwas für bestimmte Maße spricht. Je komplexer zu modellierende Sachverhalte werden, umso mehr wird es nötig sein, bereits vor der eigentlichen Mathematisierung gewisse vereinfachende Modellannahmen zu treffen. Insofern kann man die Einführung dieses neuen Zwischenschritts, erst Realmodell, dann mathematisches Modell, als durchaus sinnvoll empfinden. In der Arbeitsgruppe von Werder Blum hat sich dann in den letzten Jahren dieser insgesamt 7-schrittige Modellierungskreislauf durchgesetzt. Die 2 neuen Schritte sind dann das Verstehen der Situation als allererster Schritt und dann als letzter Schritt das Darlegen und Erklären. Die beiden Schritte haben vor allem didaktische Funktionen. Das Verstehen der Situation fassen Blum und Co. als Bilden eines Situationsmodells auf. Lernende müssen sich erst einmal ein Bild von der Situation machen, relevante Informationen sammeln, beziehungsweise relevante und irrelevante Informationen voneinander unterscheiden und das gewissermaßen noch bevor überhaupt ein Realmodell der Situation als solches aufgestellt wird. Der letzte Schritt meint dann, inwiefern kann ich jemand anderem erklären bzw. erläutern, was ich da in der Modellierung getan habe. Da leuchtet ein, das wäre für Schüler auch ganz gut. Werner Blum benutzt den Kreislauf auch, um zu sagen, was aus seiner Sicht
mathematisches Modellieren im engeren oder eigentlichen Sinne und was echte bzw. gute Modellierungsaufgaben sind. Nämlich soll vom mathematischen Modellieren die Rede sein, wenn die Schritte 2, 3, 5 und 6 angesprochen sind. Und von Modellierungsaufgaben spricht Werner Blum, wenn substanzielle Anforderungen in Bezug auf eben diesen Teil des Bearbeitens 2, 3, 5 und 6 involviert sind. Es gelten damit als Modellierungsaufgaben nur solche Aufgaben, bei denen in den beiden Übergängen, die zwischen Realität und Mathematik hier stattfinden, jeweils substanzielle Anforderungen bestehen. Also wirklich selbst ein mathematisches Modell in einer gewissen Eigenständigkeit zu finden oder zu konzipieren ist und wenn dann auch wirklich ein ernsthafter Rückbezug auf die Realsituation am Ende des mathematischen Teils des Modellierungsprozesses vorgesehen und in irgendeiner Weise ergiebig ist. Das ist, wie wir gleich noch sehen werden, schon fast ein bisschen viel verlangt. Und zwar nicht nur von den Lernenden, sondern vor allem von den Aufgaben. Die findet man nämlich gar nicht so leicht. Wie sehen also gute Modellierungsaufgaben aus? Wir beginnen mal mit einem Beispiel, beziehungsweise eher mit einem Gegenbeispiel. Diese Aufgabe hier, zum Geburtstag hat die Mutter 6 Liter Kakao gekocht, jedes Kind bekommt einen halben Liter Becher, wie viele Kinder sind es, würde man vermutlich eher als eingekleidete Aufgabe, denn als Modellierungsaufgabe bezeichnen wollen. Denn man stelle sich das einmal bildlich vor. Die Kinder führen so beidhändig halb Liter Krüge Kakao zum Mund hin und die Mutter, die steht in der Küche und versucht, aus dem Kakaoverbrauch zu erschließen, wie viele Gäste ihre Tochter eigentlich eingeladen hat. So eine weitgehend realitätsfremde Aufgabenstellung wird man wahrscheinlich eher nicht als gutes Modellierungsbeispiel bezeichnen. Jedenfalls dann nicht, wenn man an solche Aufgaben den Heimannschen Anspruch von Weltorientierung anlegt. Denn über die Realität von Kindergeburtstagen oder die Rolle von Mathematik für Eltern kann man damit wohl eher nicht etwas Substanzielles erfahren. Nun ist das Beispiel deswegen noch nicht automatisch schlecht. Es ist eben eine eingekleidete Aufgabe. Und an die wird man eben andere Anforderungen stellen müssen als an weltorientierende Modellierungsaufgaben. Kann ja vielleicht trotzdem beide Aufgabentypen geben müssen. Vielleicht nochmal ein Beispiel, wo das vielleicht noch etwas deutlicher wird. Von Thomas Jahnke stammt die Aufgabe, 1,5 Hühner legen in 1,5 Tagen 1,5 Eier. Wie viel Eier legt ein Huhn pro Tag? Die Aufgabe ist offensichtlich auch wieder eher realitätsfremd, kann aber doch eine ganz nette Knobelaufgabe sein, anhand derer man das Verständnis der Schlussrechnung überprüfen kann, also ob man umgekehrte Proportionalität auch wirklich durchdrungen hat. Jahnke selbst hält zu dieser Aufgabe fest. Natürlich dient die Hühneraufgabe nicht dazu, die Legeleistung von Hennen zu berechnen oder betriebswirtschaftliche Aussagen über Legebatterien mathematisch abzusichern. Wer so tut, macht sich zu Recht lächerlich. Eingekleidete Aufgaben offenbaren in der Regel nichts über nicht-mathematische Sachverhalte. Das ist auch nicht ihre Funktion oder sollte sie nicht sein. Sie können aber Mathematik veranschaulichen, einen mathematischen Satz oder Sachverhalt oder ein mathematisches Verfahren. Also, eingekleidete Aufgaben sind nicht per se blöd oder böse, sie haben aber eben andere Ziele als echte Anwendungen oder Modellierungsaufgaben. Also zunächst zu den Modellierungsaufgaben. Worauf sollte man bei solchen Aufgaben besonders Acht geben? Ich folge hier einer Zusammenstellung von Grefrath, welcher 5 Kriterien benennt. Das wäre zunächst das Modellierungspotenzial. Da geht es darum, ob der Kontext für die Lösung der Aufgabe überhaupt eine Rolle spielt, weil man zum Beispiel wirklich erst einmal ein Realmodell entwerfen muss oder weil man überlegen muss, welcher Zahlbereich ist hier überhaupt angemessen. Hier würde sogar unser Kakao-Geburtstagsbeispiel unter Umständen noch punkten. Man muss nämlich erstmal erkennen, dass da die Division die passende Rechnung ist, weil es sich um eine Situation des Aufteilens in Portionen handelt. Man müsste also diese schon in der Lehrveranstaltung besprochene Grundvorstellung überhaupt erstmal aktivieren. Unter Authentizität versammelt Grefrath 2 Fragen, nämlich einerseits gibt es die Objekte aus der Aufgabe in der Realität. Kakao, Kinder und Geburtstag wären okay, halbe Hühner, die noch Eier legen, wahrscheinlich eher nicht. Und zweitens, ob die bearbeitete Frage außerhalb des Unterrichts als solche berechtigt wäre. Also würde sich jemand außerhalb der Schule für diese Frage interessieren und würde er sie beantworten wollen? Da hätten wir jetzt vielleicht sowohl bei der Kakao-Geburtstagsfrage und erst recht bei diesen 1,5 Hühnern Probleme, das dann jeweils mit Ja zu beantworten. Also Authentizität sehr eingeschränkt. Anregung ist jetzt etwas, was man nicht pauschal in Unkenntnis der konkreten Lernenden beantworten kann, die die Aufgabe bearbeiten. Es geht hier nämlich um die Frage, ob die Aufgabe für die Lernenden interessant oder anregend ist.
Krefrath versucht das Interesse durch so Dinge zu operationalisieren, die interessant sind, Dinge mit lokalem oder aktuellem Bezug. Aber nur weil sie schreiben, im Jahr 2019 hat ein Villacher Bauer anderthalb Hühner, wird die Aufgabe ja jetzt auch nicht automatisch anregender. Es hat also seine Grenzen. Noch schwieriger und auch nicht ganz leicht zu trennen von der Anregung ist das, was bei Krefrath Relevanz heißt, weil das ist eben nicht die objektive Bedeutung der Aufgabe. Die haben wir ja schon in der Authentizität, fragt das jemand außerhalb von Unterricht. Hier bei Relevanz geht es um die Frage, ob sich Lernende individuell auf eine Aufgabe persönlich einlassen, sie also wirklich zu ihrem eigenen Problem machen. Das ist als Kriterium für gute Modellierungsaufgaben sehr wichtig, aber wieder etwas, was man nicht theoretisch am Reißbrett lernen kann, wo man vielleicht Erfahrungen haben kann mit anderen Lerngruppen oder von anderen Kollegen, die das mit ähnlichen Lerngruppen schon mal gemacht haben und sagen, ja, das könnte erfahrungsgemäß wohl auch für meine Klasse jetzt relevant sein. Offenheit ist ein bisschen ähnlich wie Modellierungspotenzial. Hier geht es vor allem darum, inwiefern man ein Realmodell oder aber ein mathematisches Modell erst noch entwickeln muss. Oder aber, ob der Kontext so eins schon automatisch mitbringt. Das wäre zum Beispiel so bei so Aufgaben zur Schlussrechnung. Wenn Sie die behandelt haben, haben Sie automatisch die Schlussrechnung als Standardmodell. Aber es hängt trotzdem immer noch so ein bisschen vom Vorwissen der Lernenden ab. Es gibt da einen netten Text von meinem Kollegen Wolfram Meyerhöfer, der das gerade an so einem Beispiel zur umgekehrten Proportionalität, da verlegen Arbeiter Fliesen, einer von denen wird krank, jetzt soll man überlegen, wie geht das sich jetzt so aus? Wo der herausarbeitet, dass eben solche Aufgabenstellungen dann doch eine gewisse Offenheit haben, wenn man sie vor der offiziellen Einführung des Standardrechenwegs behandelt, weil sie dann zum Teil sehr kreative Lösungswege zulassen können. Es ist also auch dieses Kriterium wieder eines, von dem man gar nicht alleine mit Blick auf die Aufgabe, sondern nur im Zusammenhang mit Wissen über die Lernenden beurteilen kann, ob es denn gegeben ist. Etwas anders an die Qualität von Modellierungsaufgaben gehen die Kollegen Büchter und Leuders heran. Sie verlangen jetzt, dass nicht jede einzelne Modellierungsaufgabe, aber die Gesamtheit der im Unterricht behandelten Aufgaben alle wichtigen Teilprozesse des mathematischen Modellierens berücksichtigen sollten. Also dazu auffordern, in Realsituationen eigene Fragen zu stellen, beim Mathematisieren über Vereinfachung zu entscheiden, Modellannahmen zu machen, zwischen Modellen zu wählen, im Modell zu arbeiten, Erkenntnisse kritisch zu hinterfragen, das gesamte Modell zu bewerten, bisweilen auch einmal die Fragestellung oder das Modell zu revidieren und erneut mit dem Modellieren zu beginnen. Das ist weniger, als Werner Blum verlangt. Der hat ja quasi für jede Aufgabe verlangt, dass alles davon vorkommt, aber dann immer noch eine Herausforderung für Lernende und Lehrende. Genau diese Herausforderungen schauen wir uns jetzt etwas genauer an. In ihrem großen empirischen Modellierungsprojekt DISUM, kurz für Didaktische Interventionsformen für einen selbstständigkeitsorientierten und aufgabengesteuerten Unterricht am Beispiel Mathematik, hat also nicht jedes Wort auch ein Kürzel abbekommen, haben Blum und Co. zunächst mal festgestellt, dass alle Schritte im Modellierungskreislauf potenzielle kognitive Hürden für Lernende sein können. Spontan ist es nach ihren Beobachtungen außerdem so, dass Lernende von sich aus keine bewussten Lösungsstrategien benutzen und bei auftretenden Schwierigkeiten dann oft eher hilflos sind. In dem Projekt ging es auch um Unterrichtsformen bzw. Methoden und da haben Blum und Co. vor allem festgestellt, dass zwischen ganz alleine arbeiten lassen und behutsamer Lehrpersonenunterstützung doch schon erhebliche Unterschiede bestehen, weil Lernende, wenn man sie ganz alleine lässt, dann doch oft überfordert sind oder einfach zu schnell aufgeben. Jetzt war das ja ein Interventionsprojekt, also haben Blum und Co. auch Vorschläge gemacht und erprobt, wie man mit den Herausforderungen umgehen soll, wobei da jetzt bei einzelnen Dingen unter Umständen so auch ein No-Na angebracht ist, weil die sind dann doch teilweise recht naheliegend, die Schlussfolgerung. Erstmal, es könnte sich auszahlen, nicht immer nur Aufgaben zu stellen, wo man den ganzen Modellierungskreislauf im Blick hat, sondern eben auch ganz gezielt Teilprozesse der Modellierung, Modell bilden, rechnen, operieren, validieren, samt der zugehörigen Kompetenzen zu fördern. Zweitens, wenn Lernende alleine über keine Lösungsstrategien verfügen, dann sollte ihnen die Lehrperson wo solche an die Hand geben. Wo man da etwas aufpassen muss, das soll halt auch noch nicht so sein, dass der ganze Reiz der Aufgabe weg ist, weil man sich an so einen ganz detaillierten Lösungsplan halten muss. Da wäre dann auch keine Offenheit mehr gegeben, kein Modellierungspotenzial. Und schließlich wird man, wenn man seine Lernenden beim Modellieren nicht allein lassen will, als Lehrperson etwas über geeignete Diagnose- und Interventionsmöglichkeiten beim Modellieren erfahren werden müssen. Das kommt aber etwas später. Zunächst einmal zur Teilkompetenzförderung. Da geht es dann jetzt wieder vor allem um die rot markierten Phasen, also das Vereinfachen, Strukturieren und Mathematisieren, was dem eigentlichen Rechnen vorgelagert ist, und das Interpretieren und Validieren, was diesem Rechnen nachgelagert ist. Da ergeben sich jetzt einige Parallelen zu den österreichischen Bildungsstandards. Denn was in den Standards unter Darstellen, Modell, Bilden aufgeführt ist,
nämlich in einem gegebenen Sachverhalt relevante mathematische Beziehungen erkennen, Annahmen treffen, Vereinfachungen vornehmen, um ihn dann in eine mathematische Repräsentation zu überführen, hat viel mit dem zu tun, was bei Bloom in dem Schritt vereinfacht strukturieren bzw. mathematisieren drin ist. Interpretieren passt auch relativ gut zu dem, was bei Bloom im Schritt interpretieren drin steht, nämlich aus mathematischen Darstellungen Fakten, Zusammenhänge oder Sachverhalte erkennen und im jeweiligen Kontext deuten. Schauen wir jetzt mal ein paar Beispiele aus dem Umfeld der Standards an. Wir beginnen mit einem Beispiel zum Modellieren aus dem Begleitbuch Standards M8 unter der Lupe. Hier soll man die Fläche von Österreich durch Hereinzeichnen und Ausrechnen passender Figuren ermitteln. Das passt ganz gut zu der Forderung, beim Modellbilden müsste man die relevanten mathematischen Beziehungen erkennen, Annahmen treffen und Vereinfachungen vornehmen. Und das ist auch gar nicht so unähnlich wie das, was Sie auch bei der Kabeltrommel gemacht haben, als Sie da zu Ihrem Realmodell oder mathematischen Modell gekommen sind. Darstellen ist deutlich mehr down to earth. Bei diesem Beispiel hier sind eigentlich alle Körper schon vorgegeben. Sie müssen sie nur mehr korrekt grafisch darstellen. Und deswegen ist das ein Beispiel zum Darstellen. Zum Darstellen gehört übrigens auch so ziemlich alle gewohnten Darstellungswechsel. Etwa wie hier von einer Bruchdarstellung in eine andere Bruchdarstellung. Auch eine Darstellung am Zahlenstrahl würde da voll zum Darstellen passen. Und auch bei Funktionen hätten Sie Darstellen. Vom Term zur Wertetabelle, von der Wertetabelle zum Graph, gegebenenfalls sogar vom Graph zum Term. Da merkt man, auch solche Dinge braucht man beim Modellieren, aber das ist weniger und auch ein bisschen was anderes als das Modell bilden, weil hier eben Realmodelle oft schon ganz fix vorgegeben sind. Es fehlt sozusagen das Stück Offenheit, wie der Grefrath das gesagt hat. Deswegen ist das nur Darstellen. Und es gibt eben auch rein innermathematisches Darstellen, wie man an diesem Bruchbeispiel ganz schön sieht. Für das Interpretieren liegt dann immer eine mathematische Darstellung vor, der etwas über einen mathematischen oder außermathematischen Kontext entnommen werden soll. Zum Beispiel hier, innermathematischer Kontext, da ist diese Figur, der Kegel, und ich soll jetzt sagen, was macht diese Darstellung, Formel, was berechnet die für den Kegel? Geht so ein bisschen ins Berechnen auch rein, aber im Wesentlichen ist es eine Interpretieren-Aufgabe. Hier nochmal ein anderes Beispiel, außermathematischer Kontext Preise, was ist da durch diesen Bruch angegeben? Auch solche Dinge sind beim Modellieren wichtig, wobei, wenn das jetzt in diesem Modellierungskreislauf ist, Interpretieren eben oft auch Ergebnisse meint und hier hatten wir jetzt erstmal Formeln und jetzt nicht so einzelne Zahlen unbedingt vorliegen. Das ist also im Sinne der Standards auch wieder etwas breiter, das Interpretieren. Und nochmal abschließend, ganz wichtig, Modell bilden im Sinne der Standards ist nicht die ganze Modellierung im Sinne von Volumen, also nicht der ganze Kreislauf, aber es passt ganz gut zu den Schritten vereinfachen, strukturieren, mathematisieren und das Interpretieren in den Standards passt auch ganz gut zu diesem Teilprozess im Modellierungskreislauf, wobei wieder bei diesem M8 Interpretieren ist ein bisschen mehr drin. Insofern fördert man aber mit den Standards, wenn man da die Kompetenzen dieser Handlungsbereiche fördert, auch die Teilkompetenzen des Modellierens im Sinne von Bloom, beziehungsweise wenn man Modellierungsbeispiele bearbeitet, wo die Schüler da wirklich selbstständig was tun müssen in diesen Phasen, dann lassen sich auch Kompetenzen im Sinne der Standards damit fördern. Einen weiteren Bezug gibt es noch beim Validieren. Wenn Sie diese Aufgabe da anschauen, die Frau Maas da vorschlägt zum Fördern des Validierens, dann würde die auch ganz gut zu dem passen, was im Bildungsstandards zum Reflektieren über Modelle steht. Das ist diese dritte Komplexitätsebene. Aber das schauen wir uns später in der Lehrveranstaltung auch nochmal genauer an. Wir kommen jetzt erstmal zu den strategischen Hilfen. Auch die kennen Sie zum Teil schon aus der Präsenzsitzung. Da hatten wir nämlich diesen vereinfachten Modellierungskreislauf für die Hand der Lernenden, den sich Bloom und Co. in diesem ausgedacht haben. Den haben wir ihnen einfach gegeben. Und bei diesem Modellierungskreislauf sagen jetzt Bloom und Co., dass sie da sehr gute Erfahrungen mitgemacht haben. Man kann da auch etwas skeptisch sein, insofern man meinen kann, das schränkt vielleicht so die Aufgabenbearbeitung und die Kreativität der Schüler ein bisschen ein. Oder es könnte sogar passieren, dass Lehrer jetzt Aufgaben raussuchen, die sich so sehr gut entlang dieses Kreislaufes bearbeiten lassen. Und es ist eben die Frage, ob nicht ein Beispiel, was sich mit diesem Kreislauf sehr gut bearbeiten lässt, überhaupt noch die Offenheit hat, die Grefrath für eine gute Modellierungsaufgabe eigentlich sich wünscht. Wenn Sie diese Bedenken teilen, dann gefällt Ihnen vielleicht die zweite Variante der strategischen Hilfen etwas besser. Das ist so eine offene Liste von möglichen Leitfragen, die stammt aus der sogenannten Fermi-Box. Der Fermi, das war so ein Physiker, der hat sich so ganz offene Extrapolationsaufgaben ausgedacht. Zum Beispiel, wie viele Klavierstimmer gibt es in Chicago? Anderes Beispiel für so eine Fermi-Aufgabe wäre,
wie lange wird der Zahnpastastreifen, wenn man die ganze Zahnpasta, die man im Laufe seines Lebens verbraucht hat, komplett aneinander hängt. Diese Fragen sind aber, die jetzt, also nicht die Fermi-Fragen, sondern die Fragen, die jetzt hier als strategische Hilfe stehen, diese Fragen sind wahrscheinlich auch hilfreich, wenn man nicht so Fermi-Aufgaben hat, sondern eher Modellierungsaufgaben, die ein bisschen geschlossener sind. Kommen wir mal zu den Herausforderungen für Lehrpersonen. Da nennen Blum und Co. jetzt gleich 4 Stück und geben dann auch wieder 5 so nonahe Ratschläge. Ich mache da jetzt mal etwas PowerPoint-Karaoke, lese also vor, was auf den Folien steht und hetze da so etwas durch. Erstens, Lehrpersonen halten sich aufgrund bestimmter pädagogischer Vorprägungen bei Lernenden zentriertem Unterricht zu stark zurück. Sie machen keine Interventionen in Gruppenarbeitsphasen. Zweitens, wenn sie eingreifen, geben sie oft direkte inhaltliche Hilfen, statt bloß strategisch einzugreifen. Sie verletzen also das Prinzip der minimalen Hilfe nach Ebli. Dann, sie setzen oft ihre eigene, ganz spezielle Variante der Aufgabenlösung bei den Lernenden durch, weil ihre Interventionen massiv von genau dieser Lösungsvariante geprägt sind. Und Lehrpersonen stimulieren kaum Lösungsstrategien bei den Lernenden, obwohl man für Modellierungsaufgaben eigentlich relativ wirksame strategische Instrumente zur Verfügung hat, haben Sie ja gerade gesehen. Diesen Problemen folgen entsprechend wieder fast 1:1 Vorschläge. Erstmal ganz übergreifend, Lehrpersonen sollen sich dieser Probleme bewusst werden. Ja, haben wir jetzt bei Ihnen quasi schon erledigt. Dann, Sie sollen Ihre Lehrpersonenrolle beim schülerinnenzentrierten Unterricht überdenken. Schauen wir uns gleich noch an. Und Sie sollen Möglichkeiten gestufter Hilfestellung kennenlernen und Sie sollen Erfahrungen mit unterschiedlichen Modellierungskreisläufen als strategischen Hilfsmitteln, einerseits für Lehrpersonen, andererseits für Lernende, sammeln. Haben wir in der Präsenzsitzung schon gemacht, vorhin auch, also weiter. Schließlich, man soll dann als Lehrperson Erfahrung in der Exploration des sogenannten Task Space von offeneren Modellierungsaufgaben sammeln. Sich also immer bewusst fragen, was ist da eigentlich an verschiedenen Lösungsansätzen, vielleicht sogar an verschiedenen Lösungen, denkbar möglich plausibel. Das kann man Ihnen hier jetzt sagen, dass das wichtig ist, aber tun müssen Sie es später dann eben halt für jede etwas offene Modellierungsaufgabe selbst. Und schließlich soll man Ihnen noch geeignete Unterrichtsformen, also Best-Practice-Unterrichtsskripte, beibringen, beziehungsweise soll Sie die kennenlernen lassen. Das reißen wir gleich kurz an. Erstmal zum Überdenken der Lehrpersonenrolle. Da sagt der Herr Blum, mit dem Oberpädagogen Hilbert Meyer hat sich so ein bisschen eingebürgert, es für günstig zu halten, wenn die Lehrpersonen die Lernenden im lernendenzentrierten Phasen eher in Frieden lässt. Also so brav am Pult sitzt und da vielleicht ihre oder seine Jause mümmelt. Und Blum meint, nee, auch in solchen Phasen musst du so ein bisschen im Blick behalten und rumgehen und schauen, was machen deine Lernenden da eigentlich und musst sie vielleicht auch unterstützen, wenn die da gerade nicht weiterkommen. Was du halt nicht machen sollst, ist ihnen einfach die Lösung verraten oder sie ohne Not von ihrem eingeschlagenen Lösungsweg abbringen, nur weil die halt jetzt nicht genauso vorgehen, wie du dir selbst das gedacht hast. Jetzt brauchen wir eben dieses berühmte Prinzip der minimalen Hilfe oder halt hilf mir, es selbst zu tun. Beziehungsweise hat Frau Maas da ganz eingängig so gestufte Hilfen zum Modellieren aufgeschrieben. Die schauen wir uns jetzt mal an. Das fängt mal klein an bei so Motivationshilfen. Tschakka, du schaffst das. Wo die Leute von diesem sagen, naja, die wirken halt auch nicht wirklich. Dann kommen so bestärkende oder eher nicht bestärkende Rückmeldungen. Du bist auf dem richtigen Weg oder schau da nochmal genauer hin. Dann kommen allgemeine strategische Hilfen. Aufgabe nochmal durchlesen, Skizze machen, Daten herausschreiben, sich klar machen, wo bin ich jetzt eigentlich gerade im Modellierungsprozess. Das geht dann weiter zu inhaltsorientierten strategischen Hilfen, wo man erstmals spezifisch auf konkrete Elemente der Aufgabe eingeht. Also zum Beispiel sagt, welche Werte fehlen dir noch? Und das mündet dann in unmittelbar inhaltlichen Hilfen, bei denen man wirklich immer einen Teil der Lösung vorwegnimmt. Deswegen stehen hier auch ganz konkrete Dinge drin, sowas über Ölvorkommen oder Erdgasverbrauch, weil das bezieht sich hier auf das Beispiel, wo in dem Buch von der Frau Maas sie klar macht, was inhaltliche Hilfen sind. Okay, das ist jetzt nicht blöd, sich das als Richtschnur einfach mal zu merken. Erst inhaltlich helfen, wenn alles Strategische versagt hat. So, jetzt noch zum Unterrichtsskript bzw. diesen geeigneten Unterrichtsformen. Da haben sich Blum und Co. in Anlehnung an die TIMSS-Videostudie, wo die Japaner ganz gut abgeschnitten haben und wo man die gefilmt hat und die haben das eben ähnlich gemacht, ja, in Anlehnung daran haben sich Blum und Co. so ein 6-Phasen-Modell überlegt, wo insbesondere diese beiden Übergänge, die man da hat, immer von der Einzel- zur Gruppenarbeit und dann wieder von der Gruppenarbeit zur Einzelarbeit zurück, dafür sorgen sollen, dass die Lernenden da wirklich individuell stark bei der Sache engagiert sind. Stärker als bei klassischer Gruppenarbeit. Und auch stärker, als wenn man so ein Modellierungsbeispiel im Plenum macht.
so halb haben wir das letzte Präsenzsitzung auch schon versucht zu adaptieren. Wir haben halt die letzte Phase weggelassen, wo noch einmal jeder und jede von Ihnen individuell hätte die Lösungen aufschreiben müssen. Es leuchtet aber vielleicht ein, dass das bei regulärem Unterricht mit normalen Schülerinnen und Schülern dann doch ganz gut wäre, weil es einen höheren Grad der Verbindlichkeit einerseits des Mitarbeitens und andererseits dann auch des Niederschreibens erzwingt. Jetzt wissen wir also, was mathematisches Modellieren ist, was Kriterien für gute Aufgaben zum Modellieren sind, worauf im Unterricht zu schauen ist, damit das geordnet abrennt. Fehlt aber noch, wozu braucht man das eigentlich? Als man in der Didaktik noch gar nicht vom mathematischen Modellieren geredet hat, wurden Realitätsbezüge, die mehr als eingekleidete Aufgaben meinen sollten, vor allem unter dem Stichwort Sachrechnen behandelt. Und da hat der schon öfter erwähnte Heinrich Winter drei wesentliche Zielsetzungen unterschieden, die man eigentlich eins zu eins auch für das Modellieren noch hernehmen kann. Das erste ist mal Sachrechnen als Lernstoff. Das meint, man behandelt im Mathematikunterricht Dinge, die man unmittelbar, so wie man sie da behandelt, lebenspraktisch verwenden kann, die also verwendbare Mathematik betreffen, Umgang mit Größen, Prozentrechnung, ganz elementare Statistik. Man macht da also etwas im Mathematikunterricht, was man ganz direkt im späteren Leben praktisch brauchen kann. Das ist aber eben nicht alles, weil sonst wäre man vielleicht wirklich à la Heimann nach dem 7. Schuljahr fertig. Sachrechnen als Lernprinzip meint was anderes. Das meint, man benutzt außermathematische Dinge, um innermathematische Sachen besser unter die Leute zu bekommen, weil das mehr motiviert oder weil so eine Verbindung zu realen Dingen die abstrakten mathematischen Objekte einfacher oder verständlicher macht. Da könnte sogar dieses Beispiel mit den halben Hühnern dazugehören. Denn hier sind allgemein auch eingekleidete Aufgaben mit drin, weil gerade bei denen benutzt man ja die außermathematische Realität dazu, nicht um was Außermathematisches zu lernen, sondern um das Innermathematische verdaubar zu machen, ohne dass man den Anspruch hat, dass man etwas Relevantes, Authentisches über den Kontext erfährt. Genau das, etwas über den Kontext erfahren, wäre dann der Anspruch, wenn man vom Sachrechnen oder mathematischen Modellieren als Lernziel spricht oder von der Befähigung zur Umwelterschließung redet. Da haben wir nämlich dann wieder etwas, was sehr genau auf Heimanns Weltorientierung passen würde. Wir verwenden hier bei diesem dritten Aspekt Mathematik, um ein Stück außermathematische Realität, das nicht unbedingt alltäglich ist, besser zu verstehen. Bitte merken Sie sich diese Differenzierung gut. Leider stelle ich auch in Unterrichtsvorschlägen, die mir Studierende geben, immer wieder fest, dass die Aufgaben im außermathematischen Kontext gestellt werden und dann behauptet wird, das wäre ja so praktisch nützlich. Schaut man sich die Aufgaben dann an, da sind das oft Aufgaben, die eher zum Sachrechnen als Lernprinzip passen, wo der Kontext eben nur etwas spröde Mathematik verdaubar machen soll. Oder man findet Anwendungen, die eben nichts mit dem üblichen Alltag von Nicht-Mathematikern zu tun haben. Das ist ja beides gar nicht schlimm, aber das ist eben beides nicht Sachrechnen als Lernstoff oder als praktisch, sondern das dritte hier würde jetzt wieder besser dazu passen, zur Weltorientierung. Ja, plump immer behaupten, das wäre unmittelbar praxisnah, ist gar nicht vernünftig. Aber ich komme ins Plaudern. Wir sollten zum Problemlösen wechseln, wo ich Sie auch gleich aufzuwecken versuche, indem ich eine kleine interaktive Übung eingebaut habe. Wobei das so ein bisschen eine Notlösung dafür ist, dass wir die folgende Aufgabenstellung nicht live mit echtem Material in der Präsenzsitzung machen. Stellen Sie sich also bitte vor Ihnen liegen Karten, auf denen genau die Ziffern 1 bis 9 stehen. Die erste Aufgabe wäre dann, mit den Karten 2 dreistellige Zahlen zu legen, da verwenden Sie natürlich nur 6 von diesen Karten, deren Summe 1000 ergibt. Da bin ich jetzt mal so frei und zeige Ihnen in einem kleinen Video, das ich mit diesem Applet gemacht habe, einfach eine mögliche Lösung. Die zweite Aufgabe ist dann, mit allen 9 Ziffernkarten 3 Zahlen zu legen, und zwar so, dass a die Summe möglichst groß wird, b die Summe möglichst klein wird und c die Summe möglichst nah bei 1000 herankommt. Denn es ist gar nicht möglich, 3 Zahlen mit den 9 Ziffern zu bilden, sodass sich genau 1000 ergeben würde. Das dann zu zeigen, wäre die dritte Aufgabe. Sie klicken aber jetzt bitte gleich auf diesen Button Übung öffnen. Dann öffnet sich das besagte interaktive Arbeitsblatt, wo Sie die Aufgabe versuchen können zu lösen, also diese 2 ABC. Und anschließend klicken Sie dann bitte auf Fragen beantworten, ist wieder so ein Button, um die Lösung zu den 3 Fragen einzugeben. Das ist jeweils eine dreistellige oder vierstellige Zahl.
Gut, was haben diese Aufgaben nun mit Problemlösen zu tun? Dazu müssen wir erstmal wissen, was ein Problem ist. Eine geläufige, schon relativ alte Definition aus der Psychologie stammt von Duncker. Ein Problem entsteht nach dieser Definition dort, wo ein Individuum ein Ziel hat und nicht weiß, wie es dieses Ziel erreichen soll. Immer dann, wenn man einen Ursprungszustand nicht durch bloßes Handeln, also durch das Ausführen selbstverständlicher Operationen, in den gewünschten Zustand überführen kann, wird also Denken auf den Plan gerufen. Und dieses Denken muss ein erfolgversprechendes Handeln erst noch konzipieren. Und dann, wenn das der Fall ist, dieses Denken auf den Plan kommt, dann nennen wir die Aufgabe auch ein Problem und dann sprechen wir auch von Problemlösen. Ich nehme mal an, die drei dreistelligen Zahlen mit der größten Summe zu finden, war für Sie jetzt eher kein Problem. Für Sie sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass man da die größten drei Ziffern in die 100er-Spalte legt, die mittleren Ziffern in die 10er-Spalte und schließlich die drei kleinsten Ziffern in die 1er-Spalte gibt und dann hat man halt die größte Zahl. Ich nehme aber auch an, dass Sie beim Suchen der am nächsten an 1000 gelegenen Summe sich vielleicht doch, ähnlich wie ich hier im Video, etwas schwerer getan haben, vielleicht einfach wild herumprobiert und dann irgendwann Glück gehabt haben, oder Sie haben halt doch eine Systematik sich überlegt, also nachgedacht und sind dann schließlich zum Ergebnis 999 gekommen. Dann wäre diese Aufgabe für Sie eine Problemlöseraufgabe im Sinne der Kollegen Büchter und Leuders. Denn es hätte sich für Sie um eine Aufforderung, eine Lösung zu finden gehandelt, ohne dass ein passendes Lösungsverfahren bereits auf der Hand lag. Jetzt habe ich da mehrfach ein für Sie eingebaut, denn an dieser Definition von Büchter und Leuders, die ich insgesamt ganz gut finde, geht mir doch eine Kleinigkeit ab. Nämlich, dass die Frage, ob ein passendes Lösungsverfahren auf der Hand liegt, eben auch wieder eine Frage ist, die nicht nur von der Aufgabe selbst, sondern auch von demjenigen abhängt, der sie lösen soll. Darauf weist auch der Herr Kollege Sill in diesem etwas längeren Zitat hin, das ich jetzt nicht in Gänze vorlesen werde. Aber kurz, manchmal wird in der Mathematik etwas als Problem bezeichnet, weil es objektiv schwer ist. Es also einfach gar kein einfaches, algorithmisches, anzuwendendes Lösungsverfahren für das Problem gibt. Dann wäre Problem eine objektive Kategorie. Didaktisch entscheidender ist aber das Problem als subjektive Kategorie. Das heißt, als Problem soll gelten, was relativ zum Vorwissen des oder der Lösenden durch eben diese oder eben diesen nicht nur das heißt, als Problem soll gelten, was relativ zum Vorwissen des oder der Lösenden durch eben diesen Lösenden oder die Lösende nicht durch unmittelbares Handeln zum Ziel gebracht werden kann. Man kann den Unterschied zwischen Routineaufgaben und Problemen auch so hübsch visuell darstellen, wie das hier der Herr Roth tut, auf seinen von mir auch im Folgenden etwas schamlos geflatterten Vorlesungsfolien. Routineaufgabe, da kennt man also diesen Pfeil bzw. einen Algorithmus oder ein Verfahren, das mehr oder weniger direkt vom Anfangszustand, sagen wir mal, gegeben sind die Ziffern 1 bis 9, zum Zielzustand, das wäre jetzt, wenn wir was algorithmisch Lösbares wollen, zum Beispiel bilde die Summe aller Ziffern, was also mehr oder weniger direkt zu diesem Zielzustand führt, ohne dass ich da großartig nachdenken müsste. Bei Problemen kennt hingegen der oder die Problemlösende keine Lösung der Aufgabe, verfügt also weder über eine einzelne Operation noch eine Kette von Operationen, die so direkt vom Anfang zum Ziel führt. Da ist also dieser schwarze Balk mit dem Fragezeichen, das meint irgendeine Barriere, da muss man sich noch was überlegen, neu zusammenstellen und so weiter. Wobei man da auch noch Interpolationsprobleme erwähnen sollte. So eins wäre zum Beispiel das Problem, zwei Zahlen mit Summe 1000 zu bilden oder aber drei Zahlen, die möglichst nahe bei 1000 sind. Sie alle verfügen da im Prinzip über alle nötigen Teiloperationen, nämlich verschiedene Zahlen aus den Ziffern bilden und Summen berechnen. Also sie verfügen über alle Operationen, die nötig sind, um das Problem zu lösen. Trotzdem gibt es keinen direkten Weg nach dieser Definition. Sie müssen diese Operationen ganz geschickt kombinieren und dieses Kombinieren neu zusammenstellen, das nennt man dann Interpolieren und deswegen ein Interpolationsproblem. Bevor wir uns mit der Frage beschäftigen, wie man denn jetzt lernt bzw. lehrt, mathematische Probleme zu lösen, schauen wir uns erst einmal an, wozu man das braucht.
Kanons- und Stressanänder, wieder mal inspiriert durch den berüchtigten Heinrich Winther, insgesamt 4 Ziele im Kontext entdeckenden Lernens. Durch Problemlösen bekäme man ein zuverlässigeres Bild von Mathematik, weil wer wirklich mathematisch arbeitet, der wird nicht ständig nur deduzieren und beweisen. Weil irgendwoher müssen ja auch erstmal die Sätze und Aussagen kommen, die man da beweisen soll. Und da muss man kreativ sein, muss die erst finden, muss ins Unreine denken, sich Probleme stellen und diese Probleme dann neu kreativ lösen. Das ist genauso wichtig wie beweisen, deduzieren. Dann kann man meinen, dass das eigenständige Lösen eines Problems nachhaltiger ist, wie man manchmal etwas schleifig sagt, als wenn einem einfach jemand sagt, was die Lösung ist oder wie man diese findet. Da würde man also sagen, wer wirklich Einsicht gewinnen will, muss möglichst viel selbst auf die Reihe bekommen. Außerdem identifiziert man sich auch eher mit einer Lösung, die man selbst gefunden hat und wo man dann vielleicht sogar ein schönes Erfolgserlebnis hatte. Und weil ja beim Problemlösen das Denken erst ein erfolgversprechendes Handeln konzipieren muss, muss man halt denken oder reflektieren, wobei man sein Wissen reorganisiert und sowas hat dann immer auch einen Übungs- und Festigungseffekt für das bereits bestehende Wissen. Insofern ist Problemlösen auch ein Übungsfeld. Man kann das Pferd auch etwas anders aufzäumen und sagen, beim Problemlösen ist das eigentlich ganz ähnlich wie beim Sachrechnen und Modellieren. Das kann einerseits ein Zweck an sich sein. Ja, das ist ja bei Winther 1975 auch ein allgemeines Lernziel, weil das Probleme sich stellen und Probleme lösen einerseits so typisch für den Menschen ist und andererseits so typisch für die Mathematik, dass man damit im Rahmen eines allgemeinbildenden Mathematikunterrichts einfach konfrontiert werden sollte. Also das wäre Zweck an sich. Die andere Funktion ist dann Mittel zu anderen Zwecken. Nämlich, dass Probleme als Lösung oft auf neue Verfahren führen, die sich auch auf andere ähnliche Probleme anwenden lassen, sodass diese dann eben gerade keine Probleme mehr sind, weil sie ja ein Verfahren haben, sondern Aufgaben, für die sie jetzt dieses Routineverfahren haben. B, die andere Möglichkeit, Probleme lassen einen manchmal neue Sachverhalte auffinden oder formulieren, beziehungsweise ist es dann auch wieder ein neues, meist sogar recht anspruchsvolles Problem, die entdeckten Sachverhalte auch zu begründen. Sie könnten zum Beispiel bei unserem Einstiegsbeispiel unter Umständen entdeckt haben, dass sich mit den neuen Ziffern eben nur solche Zahlen legen lassen, deren Summe durch 3 teilbar ist. Weil 1000 aber nicht durch 3 teilbar ist, deshalb geht 1000 dann nicht. Jetzt haben wir aber ein neues Problem. Wir müssten begründen, warum alle aus den neuen Ziffern gebildeten Tripel von dreistelligen Zahlen immer eine durch 3 teilbare Summe haben, beziehungsweise wenn man ganz genau ist, haben die sogar immer eine durch 9 teilbare Summe. Das Problem kläre ich jetzt hier mal nicht auf. Sie sollen ja auch noch ein bisschen was zum Nachdenken für zu Hause haben. Sie dürfen aber in der nächsten Sitzung gerne nachfragen, wie man das dann wirklich begründet. Wir switchen jetzt zur Frage, was kann man denn lernen, um gut beim Problemlösen zu werden? Mit dieser Frage beschäftigt man sich in der Heuristik, was so grob Kunst des Problemlösens bedeutet. Kunst anstelle von Wissenschaft deutet schon so etwas an, dass man sich da keine Patentlösung erwarten kann, die unabhängig vom Individuum und unabhängig von der Aufgabe immer zum Erfolg führen, sondern es eben immer auf die Künstlerin bzw. Problemlöserin bzw. deren männliche Pendant selbst ankommt, die das kunstfertig erledigen müssen. Keine Automatismen. Im Angebot sind da im Wesentlichen 4 Dinge. Ich fange mal unten an. Gestufte Hilfen, die eine Lehrperson zum Beispiel unterstützend geben kann. Im Grunde sind das aber genau dieselben strategischen Hilfen, die wir schon vorhin beim Modellieren gesehen haben. Dann gibt es so allgemeine Lösungspläne, da schauen wir uns halt gleich noch kurz einen an. Da gibt es heuristische Hilfsmittel, das sind so bewährte Dinge wie Tabellen, informative Figuren oder Skizzen und Terme und Gleichungen. Die kann man dann bei ganz vielen Problemen auf unterschiedliche Art und Weise gewinnbringend einsetzen. Und dann gibt es sowas wie heuristische Strategien, also hilfreiche Herangehensweisen, die sich bei bestimmten Klassen von Problemen immer wieder bewähren, wobei man die noch in Bereichs unspezifische unterteilen kann, die so mehr oder weniger in der ganzen Mathematik helfen können und zum Teil vielleicht sogar darüber hinaus, und dann andere Unterteilung, Bereich spezifische heuristische Strategien, die dann eher nur in einem bestimmten Teilgebiet anwendbar sind, zum Beispiel in der Geometrie. Aber über heuristische Strategien in der Geometrie lernt man dann halt auch etwas in Didaktik der Geometrie. Wir werfen zumindest mal einen ganz kurzen Blick auf ein paar allgemeine heuristische Strategien, ohne das hier wirklich vertiefen zu können. Da ist zum Beispiel das Pärchen Vorwärtsarbeiten und Rückwärtsarbeiten. Da vielleicht nochmal zu dem Ziffernbeispiel.
Die Frage, was die größte Summe ist, löst man eher durch Vorwärtsarbeiten. Man nimmt sich die gegebenen Ziffern näher und sortiert die halt straight forward auf die richtigen Plätze und schaut dann, was als Summe bei dem ganzen Spaß dabei herauskommt. So wie ich das jetzt hier in dem etwas beschleunigt abgespielten Video auch mache. Das Beispiel mit den zwei dreistellige Zahlen, die als Summe 1000 haben, ich lasse das auch nochmal durchlaufen, das löst man vermutlich eher durch Rückwärtsarbeiten in Verbindung mit dem Zerlegungsprinzip. Ich schaue, dass ich bei den Einsern eine 0 bekomme und arbeite mich dann stellenwertweise nach vorne, wobei ich immer schaue, dass ich da hinten auf die 0 bzw. genauer auf die 10 ergänze, weil das Ergebnis muss ja 1000 sein, also hinten in den Stellenwerten muss ich immer eine 0 haben. Die Entdeckung, dass alle Triple dreistelliger Zahlen in eine Summe ergeben, die durch 3 bzw. genauer die durch 9 teilbar sein muss, ist dann etwas, das man vielleicht schneller entdeckt, wenn man weiß, was das Invarianzprinzip ist. Es gibt dann noch einige weitere Strategien. Aus Zeitgründen sage ich da jetzt mal nicht so viel dazu. Sie schauen sich die zu Hause mal in Ruhe auf der Folie an und machen sich da ihren eigenen Reim drauf. Was die üblichen heuristischen Hilfsmittel, Tabellen, informative Figur, Term bzw. Gleichung angeht, werden die hier auf der Folie jeweils auf dasselbe Problem angewandt. Was gilt für die Summe dreier aufeinanderfolgender natürlicher Zahlen? Na, tralala, die ist auch mal wieder durch 3 teilbar. Auch hier will ich das gar nicht näher kommentieren. Schauen Sie sich das mal in Ruhe durch, dann merken Sie, dass nicht alle Hilfsmittel genau dieselbe Zielrichtung haben, aber jedes für sich durchaus hilfreich sein kann. Wir kommen langsam zum Schluss und bringen endlich mal George Polya, den alten Ungarn, ins Spiel, der sich so intensiv wie kaum ein anderer Mathematiker mit der Kunst des Problemlösens beschäftigt hat und dessen berühmtes Büchlein How to Solve It, in deutscher Übersetzung etwas präpotent, Schule des Denkens genannt. Was sagt das eigentlich zum Problemlösen? In dem Buch, das ist eines der meistverkauften und meist übersetzten Mathematikbücher überhaupt, findet man direkt auf der inneren Umschlagseite diesen Problemlöseplan, den Sie hier sehen. Wir schauen uns da mal im Zoom erstmal nur die linke Seite an. Da gibt es so 4 Phasen, die heißen auch Verstehen der Aufgabe, Ausdenken eines Plans, ne? Such den Zusammenhang zwischen Daten und Unbekannten und so weiter, Ausführen des Plans, im Wesentlichen das Tun, und Rückschau, prüfe die erhaltene Lösung. Was die einzelnen Phasen bedeuten, erkennt man vielleicht wieder am besten, wenn man das entlang eines Beispiels betrachtet. Wenn man das entlang eines Beispiels betrachtet, also bitte Beispiel 2, unser Problem, denken Sie sich 4 beliebige natürliche Zahlen aus. Ich behaupte, 2 davon haben immer eine Differenz, also eine Zahl von der anderen abziehen, die durch 3 teilbar ist. Warum stimmt das immer? Denken Sie erstmal selbst etwas nach. Ich halte das Video jetzt gleich an. Wenn Sie auf Weiter drücken, geht es dann weiter. Der erste Schritt ist mal, das Problem zu verstehen. Was ist unbekannt? Was ist gegeben? Wie lautet die Bedingung? Also, was ist gegeben? 4 beliebige Zahlen. Wir nehmen mal an, die sollen verschieden sein, sonst ist das mit den 4 Zahlen eh immer etwas störrisch. Die Zahlen müssen aber zum Beispiel nicht aufeinanderfolgende Zahlen sein. Jetzt ist auch fast gegeben, dass wir Differenzen bilden sollen. Da muss man schon etwas aufpassen, dass man da auch wirklich alle Differenzen erwischt, die zwischen diesen 4 Zahlen man bilden kann. Wenn Sie die Reihenfolge nicht interessiert, haben 4 Zahlen 6 Differenzen. Wenn Sie die Reihenfolge interessiert, eigentlich sogar 12. Aber je 2 davon sind halt dieselben Differenzen, nur mit anderen Vorzeichen, weil Sie einmal a minus b und einmal b minus a rechnen. Jetzt wollen wir da keine von vergessen. Also machen wir das, heuristisches Hilfsmittel, am besten mal mit einer Tabelle. Die habe ich Ihnen jetzt hier eingeblendet und wenn Sie da auf die Seite klicken, können Sie auch wieder, wenn Sie wollen, interaktiv etwas mit herumprobieren. Hier im Beispiel sind die Zahlen mal 745, 725, 813 und 914. Da hätten wir jetzt genau eine Differenz, die durch 3 teilbar ist, nämlich die plus minus 189. Das könnte also Zufall sein. Klicken wir uns also noch ein paar Beispiele. Ja, ich klicke noch ein bisschen weiter. Sieht bislang alles noch gut aus. Kommt auch mal mehr als eine durch 3 teilbare Differenz vor. Jetzt haben wir also verstanden, was gegeben ist. Es ist tatsächlich gegeben. Immer ist auch eine dieser Differenzen durch 3 teilbar. Aber gesucht ist jetzt eben, warum ist das so? Könnte ja sein, dass der Herr Fons oder vielleicht der Computer mogeln und die Zahlen gar nicht wirklich zufällig auswählen, sondern so geschickt, dass das eben immer stimmt. Können Sie mir aber ruhig glauben, meine ich. Jetzt brauchen wir aber trotzdem einen Plan, der uns vom Gegebenen zum Gesuchen führen könnte.
kann es zum Beispiel hilfreich sein, sich zu überlegen, ob man eine ähnliche Aufgabe kennt, sagt der Herr Poll ja hier. Wir hatten am Rande eigentlich schon eine ähnliche Aufgabe. Die Summe von drei aufeinanderfolgenden Zahlen ist durch drei teilbar. Hier haben wir jetzt mal den Unterschied, dass es um Differenzen geht und die Zahlen müssen auch nicht aufeinander folgen. Jetzt könnte es trotzdem eine Idee sein, dass man mal schaut, bekomme ich das vielleicht gezeigt, wenn ich einfach vier aufeinanderfolgende Zahlen hernehme. Wir machen aber etwas anderes. Wir versuchen uns nochmal am schon erwähnten Invarianzprinzip. Also, haben vielleicht die Zahlen etwas gemeinsam, deren Differenz durch drei teilbar ist. Also nochmal den Computer angeschmissen, um uns ein paar Beispiele zu generieren. Gut, also schauen wir mal. Hier die zwei Zahlen mit den entsprechenden Differenzen wären die 914 und die 725. Ja, was könnten die zwei Zahlen denn gemeinsam haben? Bei der ganzen Aufgabe geht es ja um Teilbarkeit durch 3. Jetzt könnten wir mal gucken, sind vielleicht die 914 und die 725 beide durch 3 teilbar? Da kennen Sie ja vielleicht diese Quersummenregel. 7 plus 2 ist 9 plus 5 ist 14. 14 ist leider nicht durch 3 teilbar. Und 9 plus 1 ist 10 plus 4 ist auch 14, ist auch nicht durch 3 teilbar. Aber interessant, es ist beides mal 14 und jetzt gibt es noch die erweiterte Teilbarkeitsregel. Wenn Sie die Quersumme haben, wie in diesem Fall 14, und Sie zählen die größte durch 3 teilbare Zahl davon ab, die 12, dann bleiben 2 über, dann wissen Sie, die 914 lässt beim Teilen durch 3 den Rest 2 und die 725 lässt beim Teilen durch 3 den Rest 2. So, und wenn ich die jetzt beide voneinander abziehe, dann bleibt natürlich etwas übrig, was seinerseits durch 3 teilbar ist, weil diese Rest 2, die gehen jedes Mal verloren. Gut, dann machen wir uns mal ein anderes Zahlenbeispiel. So, da hätte ich jetzt die 275 und die 749. Gucken wir auch da. 2 plus 7 ist 9, plus 5 ist wieder 14 und 7, also Rest 2 und 7 plus 4 ist 11, plus 9 ist 20. 20 minus 18 ist auch Rest 2. Also ist wieder beim Teilen durch 3 jeweils der Rest 2. So, nächstes Beispiel. 369 und 831. 3 plus 6 ist 9, plus 9 ist 18, ist durch 3 teilbar. Und 8 plus 1 ist 9, plus 3 ist 12, ist auch durch 3 teilbar. Die beiden Zahlen 369 und 831 sind jeweils durch 3 teilbar. Also ziehen wir davon wieder ab, die beiden voneinander. Dann ist das, was dabei rauskommt, natürlich auch durch 3 teilbar. So, also das scheint immer so zu sein, dass wir hier Zahlen finden, die beim Teilen durch 3 denselben Rest lassen. Das scheint irgendwie ursächlich zu sein. Da müssen wir jetzt weiter gucken. Gut, wir wissen jetzt, wir müssen zeigen, dass es unter den 4 Zahlen, aus denen wir alle möglichen Differenzen bilden, immer wenigstens 2 geben wird, die beim Teilen durch 3 denselben Rest lassen. Das ist dann jetzt wieder ein neues Problem, das aber relativ leicht zu lösen ist. Wir gehen also direkt zum Ausführen des Plans. Wir wollen dieses neue Problem lösen. Ausführen des Plans, wir lösen das Beweisproblem. Beim Teilen durch 3 gibt es genau 3 verschiedene Reste. Kein Rest, Rest 1, Rest 2. Hat man 4 Zahlen, dann muss also zwingend, egal welche 4 Zahlen das sind, einer der Reste doppelt vorkommen, weil es gibt nur 3 verschiedene Reste. Einer kommt doppelt vor. Damit sind wir dann schon fast fertig, weil die mit demselben Rest voneinander abgezogen, kommt Rest 0 raus, ist die Differenz also durch 3 teilbar. Wenn wir jetzt kein Beweisproblem, sondern ein Berechnungsproblem gehabt hätten, wäre in dieser Phase das Ausführen des Plans dann halt die ganze Rechnerei oder bei einem Konstruktionsproblem in der Geometrie die Konstruiererei gewesen. Das ist das, wo man jetzt dann nicht mehr wirklich viel drüber nachdenken müsste. Hier in unserem Beispiel war da gar nicht so viel zu tun. Rückschau als Phase heißt dann einerseits etwas Ähnliches wie beim Modellieren, das Validieren, eben nochmal prüfen, ob die Lösung stimmen kann. Und andererseits lädt uns Poll ja dann auch dazu ein, zu überlegen, können wir das Resultat oder die Methode noch für andere Probleme benutzen. In unserem Fall ist die Lösung ja, dass man eine Zahl mehr hat als mögliche Reste. Damit ist dann klar, dass 2 Zahlen denselben Rest haben und somit eine durch 3 teilbare Differenz entsteht. Dieses "Ich habe ein Objekt mehr als Plätze" ist ein ganz typisches Beweisprinzip. Das hat sogar einen eigenen Namen. Das heißt manchmal Schubfachprinzip oder manche nennen das auch Taubenschlagprinzip. Ein einfaches anderes Problem, was man so lösen kann: von 13 Personen haben notwendig mindestens 2 im selben Monat Geburtstag, weil es gibt eben nur 12 verschiedene Monate, aber wir haben 13 Personen, eine Taube mehr als Taubenschläge, also 2 im selben Taubenschlag. Daher kommt der Name. Zur Rückschau könnte die Frage nach Verallgemeinerungen gehören.
Hier würde es sich etwa anbieten, zu überlegen, ob es unter 5 beliebigen Zahlen dann auch immer 2 gibt, deren Differenz durch 4 teilbar ist. Mit dem Schubfachprinzip kann man direkt sagen, ja, kann gar nicht anders sein, muss so sein, ist so. Nun wird man noch sagen wollen, dass reales Problemlösen natürlich eher nicht so linear abläuft, wie Poljas Plan aufgeschrieben ist. Man wird eher zwischen den Phasen hin und her wechseln und man braucht wohl auch sowas wie Managerial Processes, also Metawissen, was einem sagt, ob man nochmal zurück zum Aufgabenverständnis muss oder jetzt mal einfach seinen Plan durchziehen sollte. Bleibt nur mehr eine letzte Folie vor der Zusammenfassung. Wie lernt man denn jetzt Problemlösen? Und da muss man dann sagen, so blöd oder so selbstverständlich das auch klingt, vor allem dadurch, dass man selbst möglichst viele Probleme löst. Alles andere, was hier dann jetzt noch steht, also etwa durch gezielt ausgewählte, zu bestimmten heuristischen Strategien gut passende Beispiele, erst indirekt, dann direkt durch Musterbeispiele und dann allmählich schwieriger werdende Beispiele, die nicht mehr so mustergültig sind, an einzelne heuristische Strategien gewöhnt werden und zusätzlich noch ausführlich nachdenken, reflektieren und gemeinsam reden über Lösungslösungen und Strategien. Das ist sicher alles sehr hilfreich, kann aber das eigenständige, ganz freie Lösen von nicht schon auf bestimmte Strategien angepasste Beispiele als Problemlösetraining nur begleiten und nicht ersetzen. Und damit sind wir am Ende des Videos angelangt. Ihnen noch viel Erfolg beim zusammenfassenden Text. Baba, auf Wiedersehen.